Hallo, ihr Männers, ihr Männekens. Was ist da unten los? Talk You were power moved. revoked. What? Hey, warum bin ich jetzt hier? Ich kann nicht mal reden. Whatever. Bin ich alleine. Check ich jetzt zwar gerade nicht so ganz, aber egal. Ich frage mich gerade selber, woraus ich die Wände bauen will. Ich frage mich das gerade wirklich. Wohne aus dem Holz, das da steht. Und zwar in Slabform. Einfach weil ich darunter halt eben auch noch eine Etage bauen will. Warte, das Bett kommt nicht exakt an die Wand. Oh. Dann hole ich mich jetzt mal meine 8 Eichenholz und schneide die mal kurz auf Slabgröße. So. So. Connected sich ja eh nicht. Ich habe ja nicht diesen Mod mit den Connected Textures, weil der nicht up to date war. Ansonsten ist es ein bisschen komisch auch schon. Aber so kann es zu 100% kein anderer haben. Ich kann die wieder zurückcraften. Nein, kann ich also insoweit jetzt erstmal in die Kiste packen, aber brauche ich nicht. Ich habe kein weiteres Holz mehr. Packe ich mir eben alles weg. Also hier ist ja eingepackt. Pflastersteine und Holz. Da packe ich zwar meine Saphire und Rubine rein. Quarz, mein Quarz. Mein Eisen, meine Diamanten, mein Eisen, mein Lehm, die packe ich auch da rein, die packe ich auch da rein, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch, das Hühnchen auch, das hier auch, das hier auch, Sticks, was mache ich mit denen? Ich glaube gar nichts. Die Holzkohle, achso, was im Inventar. Okay. Schauen wir mal, ob unten noch ein bisschen Holz ist. I looking for a bisschen Holz. Warum? Die beiden Blöcke passen perfekt hier rein. Habe ich wirklich so viele gekauft, dass ich 32 hatte? Wundert mich jetzt nämlich gerade. Naja, ich habe schöne Axt, schöne Schärfe. Ich muss heute noch alles hochladen, Alter. Ja gut, ich heute, aber ich muss alles hochladen, Alter. Ich muss noch alles hochladen, Alter, irgendwann. Jetzt müssen wir die richtige Kiste abbauen. Das war mir so klar. Bräuchte mal was, wenn man sich das merken kann. Naja. Es wird zumindest leerer.
Weil ich jetzt auch die Kiste dabei habe, kann ich oben mehr storagen. Das Problem ist aber, die habe ja geguckt, dass die werden ja von den Covern aufgehalten, die zu dem gehören. Und das mit der Textur, keine Ahnung, warum das so ist. Aber das kann ich nicht wirklich beheben. Also lasse ich es einfach so. Ich kann nicht die eine Textur löschen, weil das ein ganzer Ordner ist. Weil ich meine, ein paar andere Sachen sind ja noch ganz, sind ja ganz gut texturiert. Und ganz richtig. Aber manche sind eigentlich richtig fail texturiert, wie man sieht. Wie eben dieser Solarboiler. Das ist sehr schade, aber was soll man machen? Kann man ja nicht ändern. Ja. Kupfererz packe ich weg. Tin Erz packe ich weg. Tin Erz, Silbererz. Ganzen Erze packe ich erstmal weg. Das sind jetzt meine erstmaligen Truhen. Die steht erstmal hier. Also die steht erstmal hier. Den packe ich rein, den packe ich rein, den packe ich rein. Das, das. Das, das. Das, das. Das, das. Das, das. Das hier und das hier. Das hier. Das hier, das hier. Ho, pack ja mal weg. Den Fall auch. Okay, damit laufe ich jetzt wieder nach unten, um die letzte zu holen. Es muss aber auch noch schön gemacht werden. Ich will nicht, dass das einfach dirty runtergeht. Das ist so dirty. Genauso wie Dirty Dancing. Ich komme einfach später in seinen Channel, wenn die Aufnahme vorbei ist. Frag ihn mal, wo er mich umgemoved hat. Er wollte nicht in der Aufnahme dabei sein. Bei mir ist es scheißegal. Also wirklich, aber Gesellschaft ist immer besser. So mega professionell, dass keiner reinjoint währenddessen oder so. So muss man nicht sein. Das ist. Ist doch besser so, wenn irgendjemand in der Aufnahme stört. Ich meine, es ist definitiv eine Person, die man kennt, ist ja dann ganz gut. Kann denn sehr praktisch sein. Ich weiß gar nicht, wer diesen Gang nach unten gegraben hat, aber ich bin ihm einfach mal gefolgt und habe ein bisschen Erz gefarmt, wie man gesehen hat. Aber jetzt möchte ich bei mir zu Hause quasi so einen Gang anrichten. Oder bei dem Zuhause, bei dem ich wohne. Richte ja gerade meinen Raum ein, wie man gesehen hat. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich nochmal runter, weil ich kein Holz mehr habe. Und unten ganz viel ist. Ja, ich hole mir Holz von unter der Erde. Läuft bei mir. Dirt rein, Kies rein, Feuerstein rein, Kohle rein, Kohle rein, Kohle rein, Schienen rein, Gitter rein, Glas rein, Zaun rein. Die Holzkohle, die ich habe, die kann ich woanders hinlegen. Kann ich Zaun mal reintun. Holzkohle kann ich in den Ofen packen. Da kommen wahrscheinlich noch Plugins am Ende drauf oder so, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich kein Holz. So besorge ich mir welches. Okay, schon mal 9 Minuten. Und nicht von hier oder so, nein, nein, von da unten. Da unten hat man nämlich hundertprozentiges Oakwood. Ansonsten müsste ich, keine Ahnung, irgendwo hier rumrennen und welche suchen. Müsste auch gehen. So. Tin Erz.
noch mehr davon von dem Holz. Noch mehr Holz. Ah, ein Stack ist auch gut. Ich freue mich, wenn er das zu Gesicht gesehen kriegt. Aber unter Umständen kriegt er es, glaube ich, sogar früher als ihr solltet. Ich werde das noch mal gucken, ob das so einstellt, ob das so regelbar ist. Dann kann es unter Umständen früher losgehen als für euch, als es nach der langen Sache von Videos, die so noch stattdessen kommen können und so. Bla bla. Ja, es ist zwar nicht schön, krank zu sein, aber es ist zumindest ganz gut, wenn man dann zu Hause sein kann. Vor allem, weil es mir ja gar nicht mehr so schlimm geht. Jetzt ist Mittwoch. Ne, jetzt ist Dienstag. Ja. Und mir geht's jetzt eigentlich schon wieder soweit ganz gut. Wieder voll funktionsfähig eigentlich. Das ist ganz schön. Kann aber trotzdem noch bis im Endeffekt nächste Woche zu Hause bleiben, wenn man am Wochenende ja nicht dahin muss. Also. So. Kekse gegessen. Cookies! Cookies! Cookie! 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 Cookies! Ja, ich habe Cookies. Cookies sind lecker. Lecker 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 Cookies. Die Animation fehlt ja dann, wenn man shiftet. Warum auch immer eigentlich. Ich will ja kein Futter am Baum betreiben, also muss alles gut sein. Ich meine, das ist ja Absicht, dass das der Boden so ist, wie er ist. So halb. Okay, 11. Mehr. Weil man könnte es natürlich auch aus Kammern machen, um noch mehr Blöcke zu sparen, aber es ist ja dann doch einfach. Ja, ich finde es dann schon gut, wenn die Wand auch wirklich dicht ist. Ich meine, das soll ja darunter noch ein Keller hin und der hat dann eben eine Decke. Und dass die ist dann eben, ist es dann im insgesamt nur ein ganzer Block dann. Mit zwei Slabs. Ich meine, die Wände habe ich ja an den Stellen, an den ganzen Stellen, wenn sie sie ganz machen. Aber hier sind ja vorne Stones, die man ja auch sieht. Also muss ich es hier mit Schnibbeln machen. Also ich dachte, dass die Stones andere Farbton haben.
aufgrund von diesen, dass im Biom ein anderer Farbton verwendet wird. Also ja, dieses kleine Feature mit andere Biome, andere Farben. Eins, zwei, drei, vier. Wenn mir das richtig auffällt, muss ich mir ein mehr sägen, als ich eigentlich wollte, weil ich wollte ja Leiter machen, quasi nach unten. Ja, und hier würde jetzt die Leiter hinkommen. Da muss hier natürlich die Wand noch aufgekloppt werden und die Blöcke, aus denen ich meine Wand bauen will, hin. Nur woraus will ich bauen? Nicht aus Marble. Auf Marble habe ich keine Böcke. Irgendein schöner Stein, irgendwas Schönes. Irgendwas Schönes. Ja, ich habe jetzt aber alles aufgemacht. Oder streng genommen irgendwas, was man zerschneiden kann. Mod. Also wenn man es streng nimmt. Ibis Core. Lol. Micro Blocks da Red Power. Red Power. Red Power Base. Okay. Da gehört das dazu. Ist kein eigenes mit Power Micro Blocks drin, scheinbar. Was kann ich nehmen? Cobblestone. Na, Cobblestone will ich eigentlich nicht nehmen. Für den Raum hier. Vielleicht Stone Bricks. Wirkt doch eigentlich ganz okay. Stone Bricks. Für das Innere dieses Raumes hier. Ich glaube, nur Stone Bricks. Muss ich halt nur mal eben Stone herstellen. Ja, die Stone-Herstellung sieht bei mir etwas anders aus. Was ich mich gerade frage, kann man die auch noch anders erstellen? Mineminiumstein aus den ziselierten, aber ich glaube, die aus den rissigen, die aus den bemoosten, die aus den normalen. Also nein. Da ich den Großteil der Wand mit richtigen Stonebricks bauen werde, gebe ich mir gleich die vollen 60 und säge dann 3 zu halben. Dann mache ich das hier so. Hier sind die Stone Bricks und hier kommen dann die richtigen Stone Bricks hin. Hier überall, aber ich mache jetzt eh mal die Aufnahme Ende. Tschüss!